Tech Support. Sie haben doch auch ein Herz, oder? Ja, ich habe das gleich erkannt. Macht ihr es auch manchmal so seltsame Dinge? Ich habe meines ja schon recht lange, aber in letzter Zeit hängt es sich immer mal wieder auf. Ich habe auch schon so viel versucht. Neues Ladekabel, die Software updaten. Einmal wollte ich es sogar abschalten und dann wieder an. Aber ich habe mich dann doch nicht getraut. Könnte ja mal was verloren gehen. Ich muss ja aber auch zugeben, man hat ja so ein Ding, weil es schließlich jeder hat. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch nie wirklich damit beschäftigt. Ich kenne nur die Basisfunktionen und bisher hat mir das auch ausgereicht. Aber dieses Hängen, dieses Stocken, dieses Buffern, das hätte ich schon gern weg. Zu prätentiös, versuch's nochmal. In die Kurve des Nachthimmels hinein flüstere ich einen Wunsch. Einen Wunsch, dass im Morgentau sich mir die Welt erkläre, dass der Himmel doch endlich in sich zusammenbreche. Ein Wunsch nach Dekonstruktion, weil ich endlich wieder bauen will. Nach etwas Seife gegen diese infizierten Gefühle. Der Nachthimmel, er lacht und spuckt mir ins Gesicht. Zerschleifung. Ein Riss zieht sich durch mein Gesicht. Es knackst, es knarrt. Das Gebälk eines erdachten Lebens biegt sich und ächzt unter der Last der bleiernen Gedanken. Aus den Augen rinnt der mentale Morast und die Fetzen einer einst noch frischen Haut blättern ab von ihrer zerkratzten Fassade. Eine Stimme, noch dumpf, steigt aus meinem Rachen empor. Der Käfig zerbricht, sein Wärter ist marode, die Illusion zerreibt sich an ihrem Konstrukt. Unmittelbare Präsenz. Eine Vibration von urgewaltigem Ausmaß durchfährt jede Ebene Erfahrung. Ein Himmelszelt, das die Grenzen, Vorstellung von Größe sprengt, die Gestalten alle 100 an der Zahl entsteigen dem Lichtermeer. Und unten, zumindest halte es für unten, zeigen sich zum ersten Mal die 6 Bereiche, die sich auf ewig um sich selbst drehen. Die Grenzenlosigkeit brennt durch Geist, bis er schließlich ganz zusammenbricht. Und plötzlich ist alles klar. Jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Erfahrung offenbart sich in ihrer reinsten Natur der Wahrnehmung. Die Entstehung der Universen, der Beginn von Raum und Zeit, das Leben und die Ideen, die Kriege und das Wissen, die Liebe und der Untergang und der Kollaps von Weltsystemen. Alles geschieht in einem einzigen, glorreich ordinären Moment. Erkenne alles, wie es ist, und begrüße die Auflösung als eigene innerste Natur. Im Kern ist Kunst die Überwindung der inneren Grenzen durch Einnahme von Erlebnisschnäpsen. Guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich am Centre National de Littérature für die Remise des Prix vom 41. Concours Littéraire National. Es ist immens froh, dass wir auch dieses Jahr die Laureaten hier empfangen können. Den Tom Weber, den der Lograt mit einem Extrait aus seinem Recueil Fluides Herz hören hat, als ein von den Laureaten. Er hat den ersten Preis an der Kategorie Young Auteur gewonnen. Ich bin auch froh, dass ihr dabei seid. Dass es dieses Jahr bewusst geht, wie wichtig Bücher für die Leser und Leser für die Bücher sind. Aber wenn der Lohmann mit mir Traber abkommt, dann können wir mit dem offiziellen Teil vom Abend aufhängen. Dass mir ein großes Fried, die Wut und die Ministerin von der Kultur, Madame Sam Tansan, weiterzugehen. Ich wünsche euch alle gut, einen schönen Abend. Schönen guten Abend, auch von meiner Seite. Ich bin ganz froh, dass ich den Abend kann hier am CNL sehen, auch wenn wir das nicht mehr unter uns machen. Und den Kontakt mit euch da draußen eben just über den digitalen Weg kann möglich sein. Leider ist es dann am Ende so, wir hoffen, dass wir für die nächste Edition vom Konkurs können physisch zusammenkommen. Was feiern wir? Wir zelebrieren Daylight, die 41. Edition vom Nationalen Literaturkonkurs
gewonnen haben. Und was ist der National Literaturkonkurs? Das ist ein Preis, den es schon seit 1978 gibt, wo wir die 41. Edition feiern, und wo all Jahres ein anderer Sport herausgesicht wird. Und das Jahr sind wir bei der Poesie und geht darum, dass ein Manuskript rausschickt, ein Manuskript, das noch nicht veröffentlicht wird, aber wo dann eben Gewinner an auch zweit- und drittpreise rausgesicht gehen. Es gibt zwei Kategorien, die ganz erwachsen an die, die dann bis 25 Jahre sind. Und an den zwei Kategorien haben wir eben dann den Abend auch die Leute, die jeweilige Preise gewonnen haben. Das Jahr also wie gesagt, Poesie. Vielleicht ein Genre, über den man diskutiert hat, über den man geschwärzt hat, aber in dem nicht mehr wichtig ist. Das ist ein Genre, den wirklich etwas erwidert kann fassen, was uns alle ein bisschen schwerer fällt, wie es zu fassen, und den auch oft wieder benutzt, für etwas, eine Situation zu beschreiben oder ein Gefühl zu beschreiben, wie ein wie dir an der Stadt vielleicht viel mehr gut fertig bringt, da wird doch dadurch einem oft selber hilft zu verstehen, wie ein Zucht Gefühle, wie ein Zucht Situationen nicht sind. Und gerade in diesen Zeiten, die wir hier kennen, ist das natürlich etwas, was einem kann helfen, was einem kann weiterbringen und wo bestimmt auch in den nächsten Monaten wird auch von den Leuten, die hier rundherum bestehen, auch wirklich können kommen, über eben das Sujet, die im Moment alle Guten so viel beschäftigt, sondern nachdem auch alle Guten wirklich viel zu leiden und zu knallen haben. Wen hat gewonnen? Das ist schon bekannt. Na, weil können wir den Abend dann die Leute auch wirklich gesehen. Das ist der erste Preis. Alle guten die Autoren, die hier sind, sind da auch Leute, die schon, die wir alle kennen, die schon viel publiziert tun. Und der erste Preis ist wirklich auch eng von denen Personen, die an der Poesie auch zu Lützburg schon die Landschaft markiert haben. Das Ulrike Beil mit ihrem Text Statt einer Ankunft. Sie ist definitiv kein Unbekannter. Sie hat den Konkurs schon dreimal remportiert. Sie kriegt nur eben den ersten Preis. Das bedeutet auf der einen Seite eine Rekompense von 5.000 Euro und eben auch eine Hilfe bei der Publikation. Den zweiten Preis, da gehen wir dann an den französischsprachigen Raum. Das ist der Serge Passo mit seinem Petit Cosmogonie des Poèmes avec Chardin. Den Titel ist also so kompliziert, dass ich mich muss umdrehen, um ihn richtig aufzulesen. Dazu können wir vielleicht nur noch mehr gewohnt gehen. Auch der Serge Passo als kein Unbekannten, die Ankennenden als Kulturschaffenden an der Kulturfabrik, wo er wirklich seinen ganzen Markt geprimiert hat zu Asch, nur aber auch schon viel publiziert, also ein Multitasker im Kulturbereich, wo wir ganz froh sind, dass er den Abend eben den zweiten Preis kann kriegen. Und der dritte Preis geht an den Paul Mathieu für sein Werk à bord. Der Paul Mathieu ist ein Lützebäuer Belsch, den an der Belsch wohnt, den für sich selber sieht, ging aus drei Halschen zu bestehen: ein Lützebäuer, ein Belsch und ein Französisch. Und das wäre eigentlich typisch für Lützebäuer, dass ihn aus pur Halschen ging verstehen. Auch hin hat schon ein solches Werk publiziert. Und dann Kategorie von den Mionken. Da haben wir als Gewinner den Tom Weber mit Fluides Herz, den Tom Weber hat 24 Jahre und trotz seinem wirklich jungen Alter hat auch hin schon ein solches Werk publiziert. Und hin ist eben nur der Jeune Espoir, den der Nouven dann den Preis kriegt an der Kategorie. Voilà, ich hoffe, dir wird viel Freude tun, und die Werke können nur und nur zu entdecken, was sie dann die Weh an die Librarien auch hoffentlich fanden. Ich so ein ganz großes Merci dem CNL, den das heute in den Abend möglich gemacht hat, auch dem Jury in der Präsidenz von Lambert Schlechter, der sich ganz viel mehr gemacht hat, für heute die Einzelwirke rauszusichern. Und ich wünsche euch viel schöne Momente bei der Découverte von den Texten, die den Abend primär kaufen. Voilà, ich habe mein Maske gedacht, weil wir kommen bei den wichtigsten Momenten von heute Abend, dass wo die Autoren wirklich ihren Diplom kriegen, die auch gewonnen haben. Und da sucht es dir ein bisschen ernst, dass wir die anderen kriegen. Natürlich, sie stellen sich schüsst, haben den jeweiligen Diploma ab, rufen sie einen oder anderen ab und dann machen wir dann einen virtuellen Übergabe von dem Ganzen. Für dich mit Madame Ulrike Beil. Voilà, Felicitationen. Du bist mittlerweile wie geht. Dann das Herr Spasso. Félicitations, Paul Mathieu. Félicitations, Tom Weber. Félicitations. Und dann natürlich den anderen wichtigen Personage von den Abend, der Präsident
vom Jury de Lomberg Lachter, den die ganze Arbeit gemacht hat, für heute eben die Laureaten rauszusichern, zusammen mit der ganzen Equipe vom Jury. Bravo! Das ist der Moment, wo der Jury soll kurz zu Wort kommen. Ich hatte die große Ehre, diese Jury zu feiern. Es war Spaß, mit den vier Membern vom Jury zu schaffen. Das war der Claude Bommert, Sarah Lippert, Tonia Raus und der Raoul Wallisch. Wir haben einen beträchtlichen Teil von unserem Sommer damit verbracht. Ein Pil von 57 Adult-Manuskripten und 15 Jugend-Manuskripten zu lesen. Es waren unvergessliche Momente. Und wir haben bei alledem dann ein schönes Rekord gemacht, Herr Janken, Pila Han Rummer. Und ich ging aber auch gerne darauf angehen, für was wir die Preise gingen. Dazu aber ging ich einen französischen Text lesen, den wir zusammengestellt haben, weil ich meine, das wäre mehr pertinenter qualifiziert wie Michael Potter. Wir müssen uns mehr gehen, bei all Text auch für den Ende eine Motivation zu machen, wo wir all unsere Ideen zusammengedrungen haben und die dann auf eine wunderbare Manier zusammengefasst und ausgedrückt kaufen vom Turnier raus. Das ist also sein Text, sein Endtext, den ich eigentlich lese. Also, dadurch ein bisschen mehr feierlich, lo den geschriebenen Text. Les membres du Jury aimeraient en préambule saluer la large participation à l'édition 2020 du Concours littéraire national, qui présage d'un côté une pratique poétique répandue, tant en dilettante qu'en poète expérimenté, et témoigne d'autre part de la popularité de ce rendez-vous auprès des amateurs de la littérature au Luxembourg. Ils tiennent également à souligner qu'un grand nombre de manuscrits soumis ont des qualités poétiques certaines. La sélection des lauréats et lauréates s'est faite sur la base des critères littéraires essentiels de travail de la langue, d'originalité stylistique et rythmique, de pertinence de la pensée ainsi que du soin apporter à la composition d'un véritable recueil de poèmes. L'édition 2020 du Concours littéraire national ayant justement été placée sous le thème du recueil, les membres du jury ont été particulièrement attentifs à la cohérence sensible ainsi qu'à la continuité et déclinaison thématique des manuscrits soumis. Cela comme appréciation générale. Maintenant, quelques lignes sur chaque lauréat. Le premier prix, donc, nous l'avons décerné à Ulrike Beil pour son manuscrit « Statt einer Ankunft ». Les membres du jury ont décerné au premier tour le premier prix au recueil « Statt einer Ankunft » de Ulrike Beil. À l'unanimité, la démarche poétique aboutie et originale de la poète ont été mises en relief. Au fil des arrêts de bus qui scandent deux trajets à travers la ville, Binchen, place de l'Europe, et aéroport Valfleury, suivi de deux temps d'arrêt, arrêt supprimé, et draußen, un itinéraire langagier et intime se crée à partir du regard sensible et mordant porté sur l'ordinaire de la ville de Luxembourg. Dans la lignée de la poésie du quotidien, ancrée ici dans une réflexion urbaine sur la mobilité des corps et de la pensée, ces détails apparemment insignifiants des arrêts de bus
se révèle propice à la rêverie et création poétique, dans un style par notation où domine la distance. Les transports du bus se font avec le transport du poème, en référence à l'étymologie de la métaphore, convoquée en épigraphe. Les noms des arrêts qui jalonnent les parcours des lignes de bus sont actualisés dans une tension entretenue entre les lieux, leur histoire et l'histoire de la poète. Le temps du trajet, entrecoupé du parcours à pied, minuté, pour prendre une correspondance, devient le temps de la création poétique, de son souffle. Statt einer Ankunft, au lieu d'une arrivée, un cheminement dans la ville et dans la langue. Deuxième prix à Serge Bassot de Marc pour Petite cosmogonie avec poèmes, des poèmes avec jardin. Placé sous la tutelle du poète liégeois Jacques Isoard, le recueil a séduit le jury pour son originalité de ton et de composition, ainsi que sa variété formelle. Déclinant sur de nouveaux frais la métaphore de la cosmogonie comme genèse poétique, le livre s'ouvre sur les trous noirs primordiaux et se referme au détour d'une comète. Dans l'intervalle, entre-temps, le jardin du poète se cultive dans une attention particulière portée au sens pluriel des mots, comme exploration d'un univers originaire. Une écologie poétique prend forme dans l'équilibre trouvé entre les éléments et la langue pour se les dire et écrire, dans un style coulant, frôlant le prosaïque, presque le terre-à-terre. Et le troisième prix à Paul Mathieu pour À bord. Les membres du jury ont relevé l'exigence formelle qui caractérise le recueil de Paul Mathieu. Composé à partir d'un ensemble de documents, cartes postales, photos, documents divers, ayant appartenu à un marin belge, À bord se distingue par une écriture à la lisière de la prose et qui, sous une apparente de contrainte spatiale, cherche à déborder les frontières identitaires. Jouant de la polysémie de l'expression « à bord », le poète explore « aborde » notamment dans le passé colonial belge, par la convocation et la confrontation d'images de traversée en mer, présente et passée. Le rythme, la dynamique du recueil suit la progression lente, assurée et puissante d'un paquebot comme moteur d'une quête à la fois personnelle et scripturale. Une force émotive naît de ces instantanés privés sous forme de carrés poétiques qui font bloc dans la construction d'une mémoire collective. Et le prix jeune auteur de moins de 25 ans à Tom Weber. En décernant le prix jeune auteur de moins de 25 ans, au recueil Floui de Sartre, le jury aimerait encourager l'auteur dans le parcours poétique qu'il vient d'engager.
la métaphore centrale des fluides file, le recueille et se décline au gré d'expérimentations langagières et intertextuelles qui laissent présager un véritable potentiel et épanouissement poétique. Für dich gäbe ich gern Merci Sohn für den Preis. Ich freue mich immens. Merci vielmals. Wie ich für eine Zeit mein Bus dort Stadt gefahren sind, als aus dem Lautsprecher vom Bus das Wort Deportation gefallen. Es hat mich mit seiner brutalen Realität mein ganz alltäglich Fahrt überfall und hat mich versteuert. Von dem Moment an habe ich angefangen, ob nimm von den Haltestellen abzupassen, darüber zu reflektieren, Bedeutung an die Geschichte, die historisch an die ganz aktuell zu recherchieren, umgehen an die Leute zu gucken, ob Geräusche an Klänge zu lauschen, Rezeptionen in Stuhlen zu lassen, Konnektionen zu knappen. Ein Gedichtband, als man der Zeit entstanden, an dem 48 Kurzgedichter langs zwei imaginäre Linien durch die Stadt fuhren, langs Haltestellen, langst arrêt supprimé. Elo, gebe ich ihr gern ob ein Kurzres durch die Stadt anlurden. Im Innenohr blättert am Escher Platz eine Partitur, eine aus dem Takt geradene Fuge anschwellender Motoren da capo, treibende Rhythmen, schwankende Luftdruckfelder ins Pianissimo abbrechend, schließt sich hinter dir die Tür. Eine Stelle aufsuchen, wo Trost abzweigte, es sich auf einer Bank schlafen ließe, unter einem Dach, das Schatten gewährte, an einem Namen, der die Zunge liebkoste. Doch auch bei den Packerett ist die Bank geteilt, kein Ort für Müde und Obdachlose. Brachflächen breiten sich aus, stumpfe Seen abgerissener Häuser, Birken hochgeschossen. Les habitants de vieilles vétustes maisons quittent les yeux, la boucherie ferme sowie du café. Die Sternzacken entleeren sich eingezäunt geschnitten das Gras. Du stehst am Stereplatz, drehst dich um dich, flüsterst, L'étoile, Andromeda, Lambert, l'éléphant, l'îlot, tram, tam, tatam. An einem ersten sonnigen Tag, summe nach dürftiger Zeit, die Himmel blau, fällt im Bus kaum ein Laut aus der Hand, laufen die Geräusche des Motors auf und ab wie Wellen eine Kaimauer entlang. Im Windstill bei der Badanstalt öffnen sich die Türen. Du bleibst sitzen, schlägst den Zaum über das Knie zurück. Fahrten auf lose Zettel notieren, in der Länge der Winde angeln Ziele sich flüchtig hin. Statt einer Ankunft wiege ich den Abriss der Zeit, wähle Todesarten, Zwischenhalte, Crispinus, Merl, Kirfürst, Deportation. Im Lavalspark geschwungene Linien, Narzissen, die noch zu Speerspitzen eingerollten Buchenblätter, auf die ich winzige Käsestücke spieße dem Hund zuliebe. Es riecht nach Beginn. Flatternd Versprechen über der Wiese, heimlich zähle ich die Flügelschläge der Insekten. An der Endhaltestelle Parc de l'Europe, die Omnibusse der Stadt versammeln, Routen und Abfahrtszeiten entwerfen für Moria, Idlib, Cox Bazar. Auf die Flanken der Busse Fahrpläne kratzen, sie mit den im Briefkasten gefundenen magischen Zetteln bekleben, die Schutzversprechen gegen Feinde und Gefahr,
gegen Tränengas und den Verlust der Humanität. Den Winter im Mund, durch die leere Stadt fahren, in der Hand den ausgesperrten Atem. Gebete wie Einwegtücher oder Gestrüpp, einen Ort suchen, für die allein gestorben sind. Vielleicht ein Bergbirnenhain, eine hohe Buche. Ich würde den Halt Bergamo nennen. Bergamo, arrêt supprimé. Merci. Bonjour à tous. Pour comprendre mon livre « Petite cosmogonie, des poèmes avec jardin », il faut parler de sa construction. Il est composé de 72 textes, un texte de prologue, un texte de conclusion et 7 parties de 10 textes. Chacune de ces 7 parties étant composée à l'identique. Le premier texte de chaque partie parle et comprend le mot « poème ». Exemple. Le voyage du poème. Qui sait jusqu'à quels yeux voyagent mes poèmes ? Quand je les ai lâchés, ils choisissent des routes qui me sont inconnues. Et je reste là, loin d'eux, accroché à ma plume, sans savoir jusqu'où. Ils m'ont déjà renié. Le sixième texte de chaque partie commence par le mot « jardin » et parle donc de jardins qui sont en fait des métaphores de la vie. Chaque sixième texte, chaque texte « jardin » étant composé à l'identique de 13 vers de 6 pieds. Exemple. Jardin de vieux bois mûrs et de chaises sauvages, le grand arbre penché a embrassé la terre pour oser ses offrandes de sève et de rosée. Jardin du chat docile qui ronronne à son aise, conscient qu'il y a peu de sa gorge au tonnerre. Jardin où nous pouvons croire aux verbes gravés sur le front des poètes. Le dixième texte est texte final de chaque partie, un vers qui parle de cosmogonie, ce vers donnant à chaque fois le titre du chapitre. Exemple, le premier chapitre s'intitule « Des trous noirs primordiaux » et le dixième texte s'appelle donc « Trous noirs ». Trous noirs. Combien pèse ce regard aperçu sous l'audace d'un sourire ? Il restitue un sursaut d'espérance, passager et troublant, qui écarte un peu les bords glacés sans fond des trous noirs primordiaux. Donc, pour chaque chapitre, un premier texte poème, un sixième texte jardin, un dixième texte cosmogonie. Le livre s'intitule donc « Petite cosmogonie, des poèmes avec jardin ». Et puis, pour chaque chapitre, les autres textes, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième, neuvième, sont livres de thèmes. Exemple. Celui-ci s'intitule « Lady Day ». Il y a des voix qui chantent plus loin que des visages, des voix qui glissent leur chanvre et leur bitume entre l'amour et les pendus, des voix qui savent l'ambivalence des négritudes arrachées à leurs rives, des voix qui accordent à la mort l'éternité fragile qui lui est dévolue, des voix qui frottent la portée du désespoir sur le passé des chaînes et le sel des fouets, des voix de sperme et de cyprine coulées à même la peau, des voix belles comme la voix de Billy pour rapper sur l'écorce du swing nos rires et nos sanglots. Voilà comment est composé mon livre. Merci. Bonjour tout le monde, et bien merci pour ce troisième prix pour le concours national. Alors, je vais vous présenter le recueil que j'ai proposé. Ça s'appelle « À bord »,
à bord parce que c'est un recueil qui parle d'un voyage, ou plutôt de plusieurs voyages successifs, pas les miens, ceux de deux personnages qui ont vécu à presque 50 ans d'intervalle. Première série de voyages qui ont été faits par mon grand-père, qui était marin, qui a voyagé notamment vers le Congo belge. Et puis un voyage beaucoup plus récent qui a été fait par un de mes oncles aussi à bord d'un bateau. Lui n'était pas marin, il était simplement passager, et aussi vers le Congo belge. Alors ces deux voyages, je les scrute au travers de toute une série de documents qui sont restés, des photos, des lettres, des témoignages divers. Et j'interprète ces témoignages pour en sortir une série de textes, une série de 45 textes de 9 lignes chacun. Donc là où il y a aussi une espèce de composition très régulière. Et j'interprète ces deux voyages mais en les télescopant, en les superposant, en leur donnant évidemment une lecture tout à fait personnelle, parce que je n'ai plus les témoins sous la main, évidemment. Et puis c'est une façon de réfléchir aussi à tout le passé colonial, pas seulement belge d'ailleurs, hein, tout le passé colonial d'une façon très générale. Et donc ça s'appelle « À bord », le titre est évidemment très clair, et donc je vous propose de suivre pendant quelques instants le début de ces voyages successifs et différents. À bord. On ne sait jamais au juste où les choses se passent. Ici, par exemple, c'est Beyrouth, ou quelque part dans les environs de Beyrouth. Le soleil a rarement été aussi tranquille. Un marin pose son uniforme devant un kiosque noir, non noir, mais sépia, avec une casquette blanche et le cadre est doré, comme le soleil était doré, mais avec le temps, tout cela a fané. Beaune, ruisseau d'or, les noms des ports sont jolis, ils sonnent bien et font rêver à la lieure. Nuit des tropiques, soleil brûlant, sable infini, tout ça à la fois. Atlas de géographie, map monde verte et bleue qui tourne impatiente sur le bureau poussiéreux. Mogadiscio, Porto Novo, Colombo, tant de sanglots sanglés au même raffio de rencontres et de fortunes. On déroule le récit comme une série de vagues. Toutes les 9 fois, il y en a une plus haute que les autres. C'est comme ça, c'est physique, question d'attraction de la Lune, celle-là qui ballotte doucement sur les ondes, agrandie ou déformée selon le mouvement dont on se demande ce qu'il veut, quand peut-être il ne fait que pousser vers le large, loin le large. On a sous les yeux cette collection de cartes postales qui remettent les choses dans l'instant noir et blanc, mais sur lesquelles on imagine aisément les couleurs. Ce n'est pas difficile, suffit de laisser glisser l'image vers l'imaginaire, de laisser errer vers l'imaginaire. Drôle de pinceau à la petite semaine, mais la plupart du temps, en tout cas, c'est bien assez. Il y a aussi cet annuaire maritime où l'on a coché les noms des ports et des escales comme une lente litanie égrenée en sourdine. À cette époque, le canal était déjà ouvert et on ne devait plus espérer le cap pour plonger de l'autre côté, mais la façade atlantique reste saupoudrée de noms et pour la Méditerranée, c'est plus radical, on s'est, semble-t-il, arrêté partout. Tout ça fait comme un journal, une mise bout à bout d'éléments rassemblés au hasard selon ce qui a pu passer le temps. Feuilles sans saison et lettres caduques parce que retracer une vie, c'est un travail irrégulier et ce n'est pas la vie que l'on retrace, juste une suite d'informations glanées ça et là, une manière de camailleux aveugle, d'anecdotes inconsistantes. Merci. Als Kölnbuch wird das Jahr viel Männer nehmen dürfen abholen wie an den anderen Jahren. Mais auch wenn Zahl Toni Bursch lang eidel blieben ist, sind wir als Dach immer begegnet. Virtuell zum Beispiel, wie heute Abend. Und dafür große Merci an all die, die das möglich gemacht haben. Aber virtuell muss nicht über den Schirm laufen. Ein Objekt hält den Defi gegen das Social Distancing ganz besonders ab. Und das ist das Buch. Den Text, Gedicht, das literarische Wort als präsent. Auch wenn der Autor nicht nirgends einsetzt. Und dafür noch ein paar Felicitationen an alle Lorean. Und eine große Merci an euch, die Leser. Heißt Göllenbuch Fritz Strop, sing seit der Geschwinnerem mit Ehren nimm füllen zu können.